Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom RP-Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version könnt ihr euch jede 30 Sekunden 5000 RP glitchen. Leider ist der Glitch nicht solo, ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Und ja, wenn ihr dann einen Freund habt, dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt losstarten. So, startet zunächst einmal eine Freundessitzung, dann müsst ihr euren Freund einmal in die Sitzung einladen. Wenn der Freund dann in eurer Sitzung drin ist, startet euer Freund einfach irgendeine Mission. Welche Mission er startet, das ist völlig egal, das kann ein Stunt-Rennen sein, es kann ein normales Rennen sein, das kann eine normale Mission sein. Ist der Freund dann im Job drin, begeben wir uns zu einer Peyote-Pflanze auf der Map. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo sich eine Peyote-Pflanze befindet, könnt ihr euch auch zu diesem Punkt hier begeben, wo ich mich gerade befinde. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach ganz nah an die Peyote-Pflanze dran, so dass wir oben links die Meldung bekommen, dass wir die jetzt essen können mit Steuerkreuz nach rechts. Das machen wir natürlich nicht. Als nächstes öffnen wir einmal das PSN-Menü, suchen dann einmal unseren Freund raus, der sich im Job drin befindet. Einfach nur schon mal raussuchen, so dass wir gleich einfach Doppel-PSN drücken können, um ihn dann beizutreten. So, das was wir jetzt machen ist, wir drücken Doppel-PSN, einmal dem Freund beitreten. Wenn wir jetzt in dieser Meldung hier drin sind, drücken wir dreimal Steuerkreuz nach rechts, dann warten wir so zwischen 3 bis 5 Sekunden, dann einmal die Meldung akzeptieren. Dann werden wir in den Job vom Freund landen. Sobald wir können, dann einfach den Job wieder verlassen. Im Hintergrund seht ihr schon, dass ihr die RP bekommen habt. In der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass die Peyote-Pflanze immer noch da ist. Wir holen jetzt einfach den Glitch nochmal. Wir gehen wieder nah an die Peyote-Pflanze ran, so dass wir die Meldung oben links bekommen. Doppel-PSN-Taste drücken, dem Freund beitreten. In dieser Meldung drücken wir jetzt wieder dreimal Steuerkreuz nach rechts. Warten 3 bis 5 Sekunden. Dann einfach die Meldung akzeptieren. Sobald wir können, dann den Job wieder verlassen. Im Hintergrund werdet ihr ja sehen, dass wir die RP bekommen. Ich kann euch jetzt gerade noch ein drittes Mal zeigen. Einfach wieder zur Peyote-Pflanze hingehen, so dass wir die Meldung oben links bekommen, unserem Freund wieder beitreten. Sobald die Meldung kommt, dreimal Steuerkreuz nach rechts drücken, 3 bis 5 Sekunden warten. Sobald wir können, dann den Job ganz einfach wieder verlassen. Und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit durchgehend so machen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.